Dieser Brasilianer holte sich den längst überfälligen Weltrekord. Darum geht es in der heutigen Success Story und worum es jetzt überhaupt in dieser Geschichte geht und was du daraus lernen kannst, das erfährst du in diesem Video. Bleib jetzt dran. Vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen für die weiteren Video-Updates. Der Äthiopier Belaine Densemo holte sich 1988 den Marathon-Weltrekord. Er war damals der erste Mensch, der den Marathon unter 2 Stunden und 7 Minuten lief, nämlich in 2 Stunden, 6 Minuten, 50 Sekunden. Die nächsten 10 Jahre versuchten sich unzählige Spitzenläufer an diesen Weltrekord und sind alle gescheitert. Und da gab es wirklich interessante Versuche. Da wäre mal jemand, ein Spanier, ganz knapp dran gewesen, bekam dann noch kurz vor den Ziel Krämpfe und hat es dann auch um einige Sekunden nicht erreicht. Und viele andere sind auch immer wieder gescheitert, liefen aber grundsätzlich schon ganz knapp in die Nähe dieses Rekords. Ich kann mich erinnern, ich habe mich zu der Zeit nämlich für diesen Sport zu interessieren begonnen. Und es war wirklich, als wäre hier irgendwo eine Mauer, die es nicht zu durchdrängen gilt. Und es ist einfach jeder an dieser Marke gescheitert, obwohl die alle knapp dran waren. Dann kam Berlin-Marathon 1998 und da lief ein junger Brasilianer, den eigentlich niemand auf der Rechnung hatte. Er hieß Ronaldo da Costa, er lief das Rennen seines Lebens. Ihn hatte wirklich keiner auf der Rechnung. Er hatte einfach einen Tag, wie sich das jeder Spitzensportler oder Austauschsportler wünscht, wo einfach alles gut geht, wo man Flügel bekommt. Und er hatte gar nicht geplant, einen Weltrekord zu laufen. Und der ist dann tatsächlich im Ziel nach 2 Stunden, 6 Minuten und 5 Sekunden gewesen und konnte gar nicht fassen, was er denn da erreicht hatte. Das jetzt nur mal zum Beginn dieser Geschichte. Das ist jetzt aber gar nicht der Hauptgrund dieser Weltrekord, warum ich dir diese Story erzähle. Was nämlich jetzt das Interessante an diesen Fakten ist, die ich dir jetzt gesagt habe, dass nach diesem Brasilianer es plötzlich viele Läufer geschafft haben, unter dieser alten Marke zu bleiben. Es dauerte sogar gar nicht lange, bis der erste dann unter 2 Stunden 6 lief. Aber es kamen einige Läufer hinterher, die plötzlich, als Ronaldo da Costa diesen Weltrekord brach, diese Zeit auch geschafft haben. Und das ist jetzt das, worauf ich hin will. Es gibt nämlich aus der Verhaltenspsychologie einen ganz interessanten Punkt, nämlich alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Der Brasilianer, der war gar nicht darauf aus, den nehme ich jetzt mal hier außen vor, der hatte einfach den Tag seines Lebens. Aber ich bin fast der Überzeugung, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass sich die anderen, die es über 10 Jahre versucht hatten, diese alte Marke zu unterbrechen, einfach sich das nicht in den Kopf setzen konnten, dass sie unter dieser Zeit laufen konnten. Da gab es irgendwelche falschen Glaubenssätze oder Blockaden oder es hat ihnen einfach am Glauben gefehlt oder an der Vorstellungskraft, dass sie tatsächlich diesen Rekord unterbieten könnten. Und das soll die Pointe hinter der heutigen Geschichte sein. Wenn du etwas erreichen möchtest und du schaffst es aber einfach nicht, dann liegt das vielleicht auch an deinen Glaubenssätzen, ein Thema, was ich sehr oft in diesem Video erwähne, aber arbeite dann an deinen Glaubenssätzen, hol dir Lektüre oder Videos, wie man seine Vorstellungskraft stärken kann, wie man eben die Glaubenssätze verändern kann, dass man eben auf sein Ziel sich hinsteuern kann und dass man sich vor allem das vorstellen kann, dass man etwas erreichen kann, was man gerne möchte. Das war schon wieder zu diesem heutigen Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Gefällt mir freuen. Dann lass mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für die weiteren Video-Updates. Wir sehen uns im nächsten Video.